Bullseye. So, ab gegen Huesca. Können wir ins Halbfinale des Pokals? Ich glaube, wäre das erste Halbfinale für uns. Ich glaube, letztes Mal sind wir im Viertelfinale ausgeschieden, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht auch schon im Achtelfinale. Warum? Warum? Hm? Warum machen wir uns das Leben immer selbst so unendlich fucking schwer, Digga? Danke, Isaac. Ich wollte euch aber sowieso nicht mehr im Pokal einsetzen, Digga. Wobei ich nicht weiß, ich glaube in Deutschland zählt die eine Pokalsperre auch Liga, ne? Das ist einfach eine nationale Wettbewerbssperre, mehr oder weniger. Und nicht Liga oder Pokal, ne? Ich weiß nicht, ob das in Spanien auch so ist. Aber vielleicht finden wir es diese Saison einfach gar nicht raus. Obwohl doch, weil Liga spielen oder so. Aber in die Verlängerung. Yeah. So ein machbares Los mit Huesca, ne? Oh mein fucking Gott. 100 fucking 19. Ansu Fati. Danke. Einfach 90 Minuten rote Karte, ne? Und den schicken Ball und das auch nur, weil mein Spieler das falsche Tor getroffen hat. Das kenne ich tatsächlich. Das hatte ich auch ein paar Mal. Also Gefühl. Nein, ich glaube, das ist wieder so ein Gefühl, das täuscht. Barca kommt übrigens weiter. Levante auch und Atletico. Also will ich Levante haben, ganz klar. Aber ja, das ist wirklich überraschend oft der Fall, wenn man so gegen Top-Team spielt und es läuft echt gut. Man führt 1-0 bis zur 80. und dann bam, durch ein Eigentor von allen Dingen dann der Ausgleich. Das ist auch sowas, das gefühlt einfach viel zu oft passiert. Komm, jetzt Levante im Halbfinale, das wäre super. Oder halt Barca. Ne? Barca wäre mein zweiter Pick gewesen. Naja, gut, ob Barca oder Atletico ist dann wirklich egal. Ja, zwei akzeptieren wir, weil das wird nur mehr. Schema für 3 Mio. Ganz ehrlich, bin ich nicht so abgeneigt. Ich meine, wir haben weniger gezahlt, aber nee, ganz ehrlich, er ist 4 wert. Dann will ich auch mindestens 4-3 haben, also, oder halt 5 oder so. Bin ich ehrlich. Also, ja, auch da können wir verhandeln, aber ja. Ah, wir hatten 6% Klausel drin, aber macht nichts, ne? Macht nichts. Trotzdem eigentlich echt richtig guten Deal gemacht mit Longstaff. So, wenn jetzt der Jugendspieler gleich noch annimmt, wäre super. Wäre super, super. Super duper. Yes. Come on. Das einzige Problem, in Anführungszeichen, was ich jetzt vielleicht noch hätte umgehen können, ich biete den Jugendspielern ja immer erstmal nur 2 Jahre Vertrag an. Einfach weil oft die Jugendspieler total unrealistisch hohe Gehälter verlangen. Und deshalb biete ich dann lieber nur 2 Jahre Vertrag an, um dann früh die Möglichkeit zu haben, den in neuen Vertrag anzubieten, mit weniger Gehalt. Weil sehr oft kann ich dann im neuen Vertrag ein deutlich niedriges Gehalt raushandeln. Und wenn ich einen kürzeren Vertrag anbiete, kann ich das natürlich noch eher tun, als wenn der Vertrag irgendwie 4 Jahre läuft oder so. Auch wenn der erste Gedanke vielleicht ist, oh komm, ich binde gleich 4 Jahre an den Verein. Weil zum einen entweder kannst du ihn runterverhandeln oder wenn er mehr haben wollen würde, hat man auch die Möglichkeit, einen neuen Vertrag auszuhandeln, was halt bei einem Vertrag, der länger als 2 Jahre läuft, nicht möglich ist. Das heißt, da ist dann die einzige Möglichkeit, das Gehalt anzupassen über die 10% Gehaltserhöhung. Aber das erlaubt der Vorstand halt nicht immer. Und deshalb habe ich mir halt angewöhnt, nur 2 Jahre anzubieten. Einziger Kontrapunkt ist halt wirklich jetzt das, was jetzt vielleicht mit Samuel auf uns zukommen könnte, dass er früh schon sagt, also vielleicht schon nach 1 oder 2 Jahren dann, ja, nee, ich möchte meinen Vertrag nicht verlängern, ich will zum anderen Verein gehen oder so. Aber wie gesagt, wenn ich halt einen längeren Vertrag mache und er dann sagt, hey Digga, ich will mehr Gehalt,
aber ich kann nichts aushandeln, weil ich den Vertrag nicht verlängern kann, nicht mal wenn er wollte, dann ist halt auch wieder scheiße, ne? Also, kurz gesagt, kann so oder so scheiße sein. Oyarzabal möchte auch nicht. Sucht eine neue Herausforderung. Mhm. Der werte Herr möchte eine neue Herausforderung. Alles klar. Guti, dann geht's gegen Malaga. Le Normand wollte ich sowieso raus. Nee, wollte ich nicht. Wenn dann Elustondo, aber Le Normand ist ein bisschen fitnesstechnisch angeschlagen. Kalendertechnisch. Haben wir dann Länderspielpause, das ist gut. Und dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann kommt Barça, Real, Espanyol. Und dann müssen vielleicht bald mal die Euroleague-Auslosung kommen. Und die Jugendmannschaften müssen auch bald mal wieder spielen anfangen. Das heißt, dann kommt da auch mal wieder Nachwuchs, quasi. Aber jetzt kommt gleich erstmal Malaga. Dann kommt die letzten 24 Stunden der Transferperiode. Und dann kommen wir weiter. Come on. Let's go, Boys. Oyarzabal. Glanzparade von Remiro Maschine, Digga. Ich sag mit der Nummer 13. Also er hat die Nummer 5, aber er schießt das Tor Nummer 13. Falls ihr fragt, warum hat der Stürmer die Nummer 5? Er wollte es haben. Er wollte es haben, also hat er sie bekommen. Ganz einfache Kiste. 3-0. Oyarzabal per Elfmeter. Doppelpack. Das sagt auch schon einiges, ne? Oyarzabal schießt die Elfmeter und hat trotzdem nur sein viertes Saisontor. Wir bekommen nicht viele Elfmeter anscheinend. Redustone mit einer gelben. Elfmeter. Auch noch. 3-1. Munoz. Ist das der Munoz? Nee, der andere. War Munoz nicht bei Leganes oder so? Der mit den zweistelligen Toren? Müssen wir gleich mal gucken. Luis Munoz heißt der hier, ne? War das, glaube ich, das 4-1? Yes, Isaac mit nur Tor Nummer 14. Let's go. Sehr, sehr nice. Guter Sieg. 4-1 gegen Malaga. Gut, Malaga ist letzter. Wir gehen auf die 7 hoch. 2 Punkte auf Real Betis. Wir schnuppern am Platz 6. Juan Munoz. War wirklich von Leganes. 15, Munoz und Suarez. 14, Depay, Hazard, Isaac und Alcacer. Und dann der Thomas auf 13, ne? Der hatte 5 zum 18. Spieltag. Das heißt, er hat in den letzten 7 Spielen 8 Tore gemacht. Und hat diesen Spieltag nicht mal getroffen. Ja, gut, ne? Jude Bellingham zu Liverpool. Tschüss. Ist das der Schabalala? Ne, das ist nicht. Der andere ist Schabalala, ne? Mit dem T vorne dran. Der Außenstürmer. Ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. WM 2010. Südafrika. Schabalala. Ich glaube, der hat den T vorne dran. Jetzt gehe ich gegen Barcelona auf Platz 4. Adrian lehnt ein Vertragsangebot ab. Wer ist Adrian? Ah, der ZM. Okay, wir haben den RM aus der zweiten verloren, einfach weil das wieder ein weirdes Angebot war. Ich meine, gut, die haben mir fast das Zehnfache des Marktwerts angeboten. Aber, ja, ne? Ja. Mal wieder eins dieser Angebote, die ich gefühlt nicht ablehnen kann. Dementsprechend könnten wir gucken, ob wir noch ein RM irgendwo herkriegen aus der zweiten. Wir hätten Platz, eine hochzuziehen. Müssen wir mal gucken. Draxler zu Celta Vigo. Uiuiui. Ui, Memo. Ui. Wer fast zu Spiel der Liga ist Pedri, gefolgt von Vinicius Junior, Frenkie de Jong, Joao Felix und dann Ansu Fati. Und dann kommt Demir. Demir natürlich mit 10 Sternis. Weltweit wer fast zu Spiel Erling Haaland. Mbappé ist auf die 6 gedroppt, hat natürlich jetzt lange kein Fußball gespielt. Phil Foden übrigens auf der 4. Also ist immerhin in den Top 5. Und ist gar nicht so weit weg. Hat nur 9 Mio hinter Haaland. Er ist gar nicht so weit weg. Erstes Spiel noch Meister werden. Wenn ich 25-0 gewinne, ja. Easy. Aber wenn du Meister wirst, wenn du 25-0 gewinnst, gehe ich ja davon aus, dass auch Bayern verlieren muss. Also würde es ja auch reichen, wenn du 15-0 gewinnst, solange Bayern 12-0 verliert oder so wahrscheinlich, oder?
Also nicht, dass das jetzt realistischer klingt, aber I'm just saying. Das geht auch? Siehst du mal. So, wen denominieren wir denn hier? Jean-Baptiste lassen wir sowieso unten. Damit wir hier unseren Schema wieder nicht, dass wieder unser Innenverteidiger der ersten Mannschaft nicht nominiert ist. Isak war Zweiter im Dingsi der Woche, ne? Hier, super Megaspieler der Woche. Fußballer des Monats. Das war das Ding. Gut, Adrian lehnt ab. Schade. Dann machen wir tatsächlich hier ein Kurztrainingslager. Glaubt man, dass er Schuss mit einem Punkt hinten? Ja, das klingt auch nicht unwahrscheinlich, ne? Mal die noch 25 Tage. Ist nicht mehr so lang. Aber halt nach den Spielen. Gut, wir müssen Fitness oder Aufstellung müssen wir sowieso erwarten, ne? Wegen Fitness und so. Je nachdem, wie die unterschiedlichen Spieler recovern. Jungs, können wir eventuell kurz checken? Nee. Gut, dann gucken wir uns in der zweiten. So, wir haben uns Torwart. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 im Verlag. Das passt. 2, 3 ZM, also wir haben 1 ZM-Slot. Ein O im Slot theoretisch, weil halt Lopez oben ist, wobei der nächste Saison wieder gesetzt wird, also weiß ich nicht, ob wir dann so. Ein ZM, ein RA. Das, oder ein RM. Ein ZM, ein RM hätten wir auf jeden Fall offen. So. Von denen, die auslaufen, wäre auch ein RM dabei. Und den haben wir 3 Jahre. Aber damit wir dann ab der nächsten Saison wieder die 2 Jahre haben. Und ich versuche es trotzdem nochmal mit dem ZM. Ne, möchte gerade nicht. Adrian hat gerade abgelehnt, da versuchen wir es halt mit dem anderen. Ne? Dann versuchen wir es halt mit dem anderen. So, oha, einige internationale Nominierungen. Nice, 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 nice. Liverpool ist Top-Ausgeber mit einem Transfer. Sehr schön. Immer wieder super. Juve hat Max Aarons Gold für 34. Habe ich gar nicht gesehen. Wo ist denn der untergegangen? Sind wir ultimativ untergegangen. Die zweite gewinnt wieder 2-0. Roberto lehnt ab, der RM lehnt ab. Tschüss. Ja gut, Robert Navarro ist auch wirklich unterbezahlt. Sind wir ganz ehrlich, der ist auch wirklich ultimativ unterbezahlt. Begun a cigarette. Ist ja jetzt schade, dass der RM abgelehnt hat, ne? Aber ich glaube, dann holen wir halt keinen hoch, beziehungsweise versuchen es später nochmal bei dem. Dann spielen wir lieber mit den Leuten, die wir haben. Ist ja gefühlt eine vergebene Chance von ihm, aber was willst du machen, ne? Wer nicht will, der hat schon. Klar heißt es nicht, dass er spielen würde, um Gottes Willen. Kann genauso sein, dass er es dann nicht über die Bank hinaus schafft. Wieder 9:30, Digga. Ein bisschen die Zeit verloren, wa? Ein bisschen die Blick auf die Zeit verloren. Immer halbe. Wir machen Barca heute und Real morgen. Also, ja doch, vielleicht morgen. Also Real das nächste Mal. Vielleicht machen wir auch noch morgen das neue Projekt. Müssen wir gucken. Oha. Sag mal, wieso lehnen die alle ab? Was hat's denn da? Den kann ich halt nicht hochholen. Der wäre fast besser als der andere RM, aber den kann ich halt nicht holen, weil er 15 ist. Ja, aber wie gesagt, dann halt nicht. Dann halt absolut nicht. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Kann ich auch nichts machen. Tore für Oyarzabal und Isak. Trotzdem keine mega Bewertung, ne? Navarro verlängert, das ist super. Aber hier unfaire Gehälter, nein. Sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön tatsächlich. Kamara möchte fair bezahlt werden. Möchte wieder in Form kommen. Kamara.
Wie oft sollen wir das Ding noch durchgehen? Ja, du bekommst mehr Geld. Gar kein Ding. Also wirklich überhaupt nicht. Bayern hat gewonnen, aber Dortmund hat unentschieden gespielt, wodurch ich zumindest Vizemeister bin. Ey, let's go. Also ich würde das als Success betiteln. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde sagen, gegen Real in der Champions League rausfliegen ist in Ordnung. Trotzdem in der Champions League Gruppe weitergekommen, was gut ist. Und dann auch noch Vizemeister. Könnte deutlich schlechter sein, glaube ich. So, Bauhof ist ausgebaut. Jetzt müssen wir natürlich erstmal Budgets umlagern. Machen das natürlich sehr gerne. So, das reicht, glaube ich, fürs Erste. So, Jugendinternat, yes. Und medizinische Abteilung. Ich glaube, das sind erstmal die beiden Prioritäten. Jugend und Medizin. Hätte man eine Pflichtsiege alle geholt? Ja, hätte, wäre, wenn und aber, ne? Hätte, wäre, wenn und aber. Fußball ist kein Spiel der Konjunktive, hat man im Schlaukopf gesagt. Außer halt meistens so, ne? Irgendwie lässt man immer in den, ja, man lässt immer irgendwo Punkte liegen, wo man keine Punkte liegen lassen wollen würde. Und dann vielleicht mal Punkte gegen Leute, von denen man es nicht erwartet oder von Teams. Und am Ende reicht es dann nicht und dann denkt man, ja, hätte ich nur dieses eine Spiel damals, ne? Hätte ich das nur. Ist halt leider meistens so. Aber ja. Ist aber bei uns nicht anders. Wir haben so viel gegen mittelmäßige liegen gelassen. Hätten wir gegen die alle geholt, würden wir jetzt auf den Champions League Platz stehen. Gar kein Ding. Aber haben wir nicht. Wir spielen halt lieber so gefühlt gegen Barcelona unentschieden, um dann gegen Getafe zu verlieren. Übertrieben gesagt, ne? Tja, hätte Fahrradkette. Aber wir müssen in der Gegenwart leben, Marktone, ne? Wir müssen nach vorne, vor allem, hätte Fahrradkette, weil Marktone, egal. Ja, wir leben im Hier und Jetzt und wir schauen nach vorne. Das nächste Spiel und die nächste Saison ist wichtig, müssen wir uns darauf konzentrieren und dementsprechend, ja, was jetzt passiert ist, ist passiert, können wir auch nichts mehr daran ändern. Wir gucken nach vorne. Oha! Talenterhöhung auf 10? Tschüss. Das hatte ich, glaube ich, noch gar nicht. Ich glaube, ich hatte noch keine Talenterhöhung auf 10 selbst, glaube ich. Nee, wüsste jetzt nicht. Bam, nice. Depay mit dem 1-0. Können wir jetzt vielleicht bitte nicht in der ersten Halbzeit direkt untergehen. Das wäre super. Merino und Kamara könnten gehen. Wieder Dembele, der kleine Hund. Dieser kleine... Du kleiner... Agüero mit dem dritten, ja. So viel zu nicht in der ersten Halbzeit untergehen, ne? Komm, Comeback in der zweiten. Ah, verletzen wir Agüero. Das tut mir aber leid. Ja, ich glaube, das drehen wir nicht mehr. Oh, Verletzung für Pjanic. Das tut mir aber leid. Ach, Mann. Hat sich wenigstens gelohnt. Agüero 2 Wochen. Naja, geht. Pjanic 9 Wochen. Jawohl. Jawohl, gebrochener Fuß. Voll reingetreten. Ja. Drauf. Voll drauf. Wir bleiben Siebter. 5 Punkte jetzt auf Betis. Eieiei. Eieiei. Sind wir nicht seit 27 Wochen Siebter? Nee, wir waren zwischendurch Achter. Ne? Wir sind mal vom Siebten runtergerutscht, glaube ich, tatsächlich. Wir haben es mal geschafft, vom Siebten runterzurutschen, zwischenzeitlich. Maldini noch 13 Tage. Naja, nicht mehr lang. 2 Spiele verpasst er noch. Danach verpasst er nochmal 2 oder 3, weil er angeschlagen sein wird, ne? Wie es halt so ist. Mit Langzeitverletzten. Langzeitinvaliden. Now that I've betrayed. Sprunggelenksverletzung bei Karikaburu. Schalke stellt den besten Schützen mit 22 Toren und 7 Vorlagen. Wen hat's denn erwischt? Oder ist es ein generierter 2 Wochen für Karikaburu? Schade. An der Stelle, schade.
Wird aber nur Zehnter. Huch. Ja, das ist einfach wie Grillitsch damals bei mir. Wie Grillitsch bei Hamburg in meinem Safe. Gefühlt genauso. Also wird jetzt, wer auch immer der Torschützenkönig ist, wird jetzt bei der nächsten WM auch Torschützenkönig. Trust me. Emanuel Mega sagt mir, glaube ich, was? Sagt er mir was? Ist der erstellt? Ne, der ist nicht generiert, ne? Ich glaube, der sagt mir was. Ich bin mir aber nicht sicher, tatsächlich. Ich kann auch immer nachgucken, ne? Mega. Ja, da. Emanuel im Mega. Oha. Hat er sich aber gut gemacht dann, ne? So krass sieht das gar nicht aus, to be honest. I can escape this hell. So many times I've tried. Mehr 81, 43, 8. Damn. Ja, ich gehe davon aus, dass der mindestens einen Stern mehr hat. Ich meine, es kann natürlich daran liegen, der ist jetzt 20, das heißt, der hat wahrscheinlich mit 18 gestartet. Also der kann natürlich jetzt zum Beispiel bei mir, ich weiß nicht, ob du auch Talente randomisieren anhast, dass die Spieler unter 18 einen Stern mehr oder weniger bekommen können. Kann natürlich sein, dass der bei mir einen hoch ist, einen runter, kann sein, dass er bei dir einen hoch ist, kann sein, dass beides passiert ist. Deshalb, dass so ein großer Unterschied ist. Ja. So, wir lassen Normand tatsächlich nach zu Hause, weil er so unglaublich nicht fit ist. Yes. Wer ist denn der andere Zedemit? Ach ja, Iramini. Iramini hatte ich gar nicht gesehen. Merino hat eine Form von 7. Ich hoffe, der fängt sich wieder. Ansonsten sieht die 11 ganz in Ordnung aus für Spiel gegen Real. Aber wie gesagt, ich wollte noch in 3 Stunden hier sitzen. Müsste ohne spielen? Okay, dann ist er vielleicht nur bei mir ein drunter oder so. Weiß ich nicht. Machen wir dann hier den Cut. Wir speichern nochmal. Sicher ist sicher, ne? Sicher ist sicher. Mindestens jetzt diesen Run hinbekommen, ohne weitere Crashes. Dass wir jetzt gemütlich ein bisschen FM machen können. Ja. Ich denke mal fast, dass ich Richtung heute Abend schon mal gucken werde. Aber wir werden sehen. Wir hatten aufgehört beim Spiel gegen Barcelona, dass wir verloren haben wahrscheinlich, ne? Ja, 3-0. Let's go. Und das folgen wir jetzt mit dem Spiel gegen Real Madrid. Dass wir verlieren werden. Also vielleicht. Vielleicht werden wir es tatsächlich. Vielleicht werden wir es auch nicht. Wir werden es herausfinden. Wie lange haben wir noch? Okay, dann haben wir, denke ich, alle gemacht. Gut, dementsprechend. Abfahrt. Wir stehen jetzt gerade formmäßig wieder nicht so megamäßig da. Aber das können wir ändern. Oder halt auch nicht, wissen wir nicht. Benzema mit seinem 5. Tor nur. Ich meine, wer für die... Hazard hat recht viele Tore geschossen für Real Madrid, ne? Vinicius Junior hat jetzt sein 6. Sprich, auch der hat mehr als Benzema. Ja, ne? Lass stecken, Digga. Lass einfach stecken. Ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt sagen soll, wenn ich ehrlich bin. Was soll ich da sagen? Patrick Vinicius Junior. Das ist ja wunderschön für ihn. Ich bin so glücklich, dass es Vinicius Junior gut geht. Was soll der? Glanzparade. Von Remiro, let's go, wir haben was gehalten, das ist schon mal gut, das freut mich. Hey, wir gehen nicht mit 5-0 in die Halbzeit, das ist schon mal super, wa? Das ist schon mal super. Ja, gut, wir vergessen vielleicht das erste Spiel hier, das ist Aufwärmspiel, deshalb ist das nicht ganz so wichtig. Ja, Asensio macht das 5. Remiro trotzdem nur 1-0, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Wollte ich den Müll immer in den PlayStation 6 drücken. Minister Junior mit seinem 4. Okay. Verstehe ich. Finde ich cool. Gönne ich ihm. Glaubst du nicht, wir haben Tor geschossen, Leute.
Oh ja, dass er bald sieht mit Benzema gleich in Torschützen, in Tore für in der Saison. Kalulu hat ein Tor gemacht. Vinicius schon in 4 Tore, 2 Vorlagen. Uff. Uff, uff, uff. Und wieder jagen wir die Top 6, ne? Das war letzte Saison schon so. Wo waren wir jetzt letzte Saison? Wir sind nochmal reingerutscht, oder? Jetzt auf 6. Stimmt, wir hätten auf die 4 gekonnt oder so, glaube ich. Oder vielleicht auch auf die 3. Haben wir es nicht geschafft. Ich erinnere mich. Gut, das Spiel vergessen wir jetzt einfach, das ist nie passiert. Wir starten den heutigen Tag mit dem Spiel gegen Espanyol Barcelona. Wir haben einen Mittelfeld in Jugendspielen entdeckt. Nach der. Her damit. Her damit. Javi Crespo. Das Blickfeld machen wir bei Gelegenheit. Apropos Blickfeld und Jugendspieler. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben einen 60er IV. Vielleicht sollten wir dem einen Vertrag anbieten. No? Vielleicht. Der läuft aus der Jugend aus. Das auch, der bekommt einen Vertrag. Bei denen bin ich mir schon wieder nicht mehr sicher. Ne? Bei denen unten sowieso nicht. Die sind halt nicht mehr ganz so super. Blatt, nee, Ptaschuk. Das ist ein Name, Digga. Hui. Ptaschuk. So, hier wird aussortiert. Let the body set the floor. Let the body set the. Sehr schön. So, der kommt. Oha, 71 hat er jetzt schon. Uff. Der hat 69, bei dem könnten wir uns auch überlegen. Kerb in 59. Hoch. Yes, der hat auch eine Betreuung. Yes, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, Spanien weiter auf Platz 2 der 5-Jahres-Wertung. Ändert sich gefühlt nicht. Dementsprechend gehen wir jetzt in die Auslösung der Europa League. Wen wollen wir haben? Nizza ist fein, Salzburg ist wahrscheinlich fein, Feyenoord, Young Boys. Ja, sowas. Celtic wäre noch okay gewesen, glaube ich. Nicht Liverpool und nicht City, das wäre schon mal gut. Celta Vigo gegen Liverpool. Okay. Tough, 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 tough. Red Bull Salzburg, ja, nehme ich. Bitte. Hier. Gegen Feyenoord, nein. Nein. Hätte ich beide genommen. City, nein, Gladbach, nimm, oder, ja, am besten Gladbach oder Marseille. Sehr schön, weil Villarreal werden wir nicht bekommen können. Oder Lazio wäre auch in Ordnung gewesen, ist gegen City. Young Boys, yes, bitte, 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 bitte. Lazio, das heißt, wir haben Nizza oder Gladbach. Gegen Villarreal werden wir noch nicht dürfen in den ersten Runde. Dann nehmen wir bitte Nizza. OGC Nice. Yes, wir kriegen Gladbach, sehr schön, Kappa. Gegen Gladbach. Ja gut, das wird ein knackiges Ding, wa? Das wird ein knackiges Ding. Medizinische Abteilung ist ausgebaut. Können wir eigentlich direkt weitermachen, ne? Ne, müssen wir erstmal das Wellness-Zentrum. Machen wir das Wellness-Zentrum. Ist doch okay. Kriegen wir doch hin. Der Jugendspieler. Und das ist auch sehr, sehr schön. Ja, Ramendi fällt aus. Das ist nicht so schön, aber ist okay. Kriegen wir auf die Reihe. Das kriegen wir auf die Reihe.